Ja, heute möchte ich einen Auszug aus einem Roman vorlesen, den sicherlich die meisten vom Hörensagen kennen. Das ist H.G. Wells' Zeitmaschine, H.G. Wells. Soweit ich es weiß, gibt es zwar etliche Verfilmungen, aber keine, die dem eigentlichen Roman in seiner Absicht und Bedeutung wirklich gerecht wird. Das ist sehr schade, denn ich habe den Roman vor sehr langer Zeit, jedenfalls nach Menschengedenken, das erste Mal gelesen und war doch erstaunt über meinen Eindruck damals, irgendwie Mitte 20 muss ich gewesen sein, wie unterschiedlich dieser Roman im Gegensatz zu den doch immer eher das Fantastische betonenden Verfilmungen gewesen ist. Das liegt vielleicht daran, dass der Roman eigentlich ein gesellschaftskritischer Roman ist und dass in Filme ohnehin extrem schwer zu übersetzen ist, was durch das geschriebene Wort eine ganz andere Bedeutung bekommt. Ich möchte hier nur einen Auszug aus der Begegnung des namenlosen Zeitreisenden in der Zukunft mit der an der Oberfläche lebenden Gesellschaft der Eloi berichten. Zur Einordnung, das ist eine Gesellschaft, die im Jahr 800.000 ungefähr in der Zukunft sich befindet, also 800.000 Jahre von uns aus gesehen in einer sehr fernen Zukunft. Ich weise darauf hin, dass wie gesagt, dieser Roman ist mittlerweile, ich weiß auch gar nicht, ob wer zum Beispiel, glaube ich, Kindle hat, müsste ihn für ein paar Euro kriegen. Ansonsten kann ich den Roman nur sehr empfehlen. Die große Tür öffnete sich in eine verhältnismäßig große, mit Braun behangene Halle. Das Dach lag im Schatten und die Fenster, teils mit farbigem Glas verglast, teils unglasiert, ließen ein gedämpftes Licht herein. Der Fußboden bestand aus riesigen Blöcken eines sehr harten, weißen Metalls, nicht aus Platten, sondern aus Blöcken, und er war so stark abgenutzt, wie ich durch das Hin- und Hergehen vergangener Generationen beurteilen konnte, dass er entlang der stärker frequentierten Wege tief kanalisiert war. Quer zur Länge standen unzählige Tische aus polierten Steinplatten, die vielleicht einen Fuß über den Boden ragten, und darauf lagen Haufen von Früchten. Einige kannte ich als eine Art von hypertrophierten Himbeeren und Orangen, aber zum größten Teil waren sie fremd. Zwischen den Tischen war eine große Anzahl von Kissen verstreut. Auf diese setzten sich meine Dirigenten und gaben mir ein Zeichen, es ihnen gleich zu tun. Mit einer ziemlichen Zeremonielosigkeit begannen sie, das Obst mit den Händen zu essen, indem sie Schale und Stiele und so weiter in die runden Öffnungen an den Seiten der Tische warfen. Ich war nicht abgeneigt, ihrem Beispiel zu folgen, denn ich fühlte mich durstig und hungrig. Dabei sah ich mich in aller Ruhe im Saal um. Und was mir vielleicht am meisten auffiel, war sein baufälliges Aussehen. Die Buntglasfenster, die nur ein geometrisches Muster zeigten, waren an vielen Stellen zerbrochen, und die Vorhänge, die über das untere Ende hingen, waren dick mit Staub bedeckt. Und es fiel mir auf, dass die Erde des Marmortisches neben mir zerbrochen war. Trotzdem war der Gesamteindruck äußerst reichhaltig und malerisch. Es waren vielleicht ein paar hundert Leute, die in der Halle speisten, und die meisten von ihnen, die so nah wie möglich bei mir saßen, beobachteten mich mit Interesse. Ihre kleinen Augen leuchteten über die Früchte, die sie aßen. Alle waren in das gleiche, weiche und doch starke seidige Material gekleidet. Obst war übrigens ihre ganze Ernährung. Diese Menschen aus der fernen Zukunft waren strikte Vegetarier, und während ich bei ihnen war, musste ich trotz einiger fleischlicher Gelüste auch genügsam sein. In der Tat fand ich später heraus, dass Pferde, Rinder, Schafe und Hunde dem Ichthyosaurus in die Ausrottung gefolgt waren. Aber die Früchte waren sehr köstlich, vor allem eine, die ich die ganze Zeit, als ich dort war, Saison zu haben schien, ein mehlartiges Ding in einer dreiseitigen Schale, war besonders gut, und ich machte sie zu meinem Grundnahrungsmittel. Zuerst war ich verwirrt von all diesen seltsamen Früchten und von den seltsamen Blumen, die ich sah, aber später begann ich ihre Bedeutung zu erkennen.
Ich erzähle Ihnen jetzt von meinem Obstessen in der fernen Zukunft. Sobald mein Appetit ein wenig gebremst war, beschloss ich, einen entschlossenen Versuch zu unternehmen, die Sprache dieser neuen Männer von mir zu lernen. Das war natürlich das Nächste, was zu tun war. Die Früchte schienen mir ein geeigneter Ausgangspunkt zu sein, und ich hielt eine davon hoch und begann eine Reihe von fragenden Lauten und Gesten. Ich hatte zunächst beträchtliche Schwierigkeiten, meine Bedeutung zu vermitteln. Zuerst stießen meine Bemühungen auf einen überraschten Blick oder unauslöschliches Gelächter, aber bald schien ein blondes kleines Wesen meine Absicht zu begreifen und wiederholte einen Namen. Sie mussten sich gegenseitig die Angelegenheit ausführlich erklären, und meine ersten Versuche, die exquisiten kleinen Laute ihrer Sprache zu erzeugen, lösten eine ungeheure Menge an echter, wenn auch unhöflicher, Belustigung aus. Ich fühlte mich jedoch wie ein Schulmeister inmitten von Kindern und blieb hartnäckig, und bald hatte ich zumindest eine Reihe von Substantiven im Griff, und dann kam ich zu den Demonstrativpronomen und sogar zum Verb essen. Aber es war eine langsame Arbeit, und die kleinen Leute wurden bald müde und wollten von meinen Verhören weg, also beschloss ich eher aus der Not heraus, sie ihre Lektionen in kleinen Dosen geben zu lassen, wenn sie sich geneigt fühlten. Und sehr kleine Dosen, wie ich fand, waren es schon bald, denn ich habe nie Menschen getroffen, die träger oder leichter ermüdet waren. Eine merkwürdige Sache, die ich bald an meinen kleinen Gastgebern entdeckte, war ihr Mangel an Interesse. Sie kamen mit eifrigen Schreien des Erstaunens zu mir wie Kinder, aber wie Kinder hörten sie bald auf, mich zu untersuchen, und wanderten weg nach einem anderen Spielzeug. Als das Abendessen und meine Gesprächsanfänge beendet waren, bemerkte ich zum ersten Mal, dass fast alle, die mich anfangs umringt hatten, weg waren. Es ist auch merkwürdig, wie schnell ich dazu kam, diese kleinen Leute nicht mehr zu beachten. Sobald mein Hunger gestillt war, ging ich wieder durch das Portal hinaus in die sonnenbeschienene Welt. Immer wieder traf ich auf weitere dieser Zukunftsmenschen, die mir ein Stück weit folgten, über mich schwatzten oder lachten und dann, nachdem sie freundlich gelächelt und gestikuliert hatten, wieder sich selbst überließen. Die Stille des Abends lag über der Welt, als ich aus der großen Halle trat, und die Szene wurde vom warmen Schein der untergehenden Sonne erhellt. Im ersten Moment war alles sehr verwirrend. Alles war so völlig anders als die Welt, die ich gekannt hatte, sogar die Blumen. Das große Gebäude, das ich verlassen hatte, lag am Hang eines breiten Flusses, aber die Themse hatte sich vielleicht um eine Meile von ihrer jetzigen Position verschoben. Ich beschloss, auf den Gipfel eines Kamms zu steigen, vielleicht anderthalb Meilen entfernt, von dem aus ich einen weiteren Blick auf diesen unseren Planeten im Jahr 20.001 nach Christus werfen konnte. Denn das, so sollte ich erklären, war das Datum, das die kleinen Zifferblättern meiner Maschine angezeigt hatten. Während ich ging, achtete ich auf jeden Eindruck, der möglicherweise helfen konnte, den Zustand ruinöser Pracht zu erklären, in dem ich die Welt fand. Denn ruinös war sie. Ein kleines Stück den Hügel hinauf war zum Beispiel ein großer Haufen Granit, der durch Masten von Aluminium zusammengehalten wurde, ein riesiges Labyrinth aus steilen Wänden und zerknitterten Haufen, zwischen denen dicke Haufen sehr schöner pagodenartiger Pflanzen waren, Brennnesseln vielleicht, aber wunderbar braun und die Blätter herum gefärbt und unfähig zu stechen. Offensichtlich handelte es sich um die verfallenen Überreste eines riesigen Bauwerks, zu welchem Zweck es errichtet worden war, konnte ich nicht feststellen. Es war hier, dass ich bestimmt war, zu einem späteren Zeitpunkt eine sehr seltsame Erfahrung zu haben, die erste Andeutung einer noch seltsameren Entdeckung, aber davon werde ich an seinem richtigen Platz sprechen. Als ich mich mit meinen plötzlichen Gedanken von einer Terrasse aus umschaute, auf der ich mich eine Weile ausruhte, stellte ich fest, dass keine kleinen Häuser mehr zu sehen waren. Offenbar war das einzelne Haus und möglicherweise sogar der Haushalt verschwunden. Hier und da standen palastähnliche Gebäude zwischen dem Grün, aber das Haus und das Cottage, die so charakteristisch für unsere eigene englische Landschaft sind, waren verschwunden.
Kommunismus, sagte ich mir selbst. Und daraufhin kam mir ein weiterer Gedanke. Ich betrachtete das halbe Dutzend kleiner Gestalten, die mir folgten. Dann erkannte ich blitzschnell, dass alle die gleiche Form des Kostüms, das gleiche weiche, haarlose Gesicht, die gleiche mädchenhafte Rundlichkeit der Glieder hatten. Es mag vielleicht seltsam erscheinen, dass ich das nicht früher bemerkt hatte, aber alles war so seltsam. Jetzt sah ich die Tatsache klar und deutlich. In der Tracht, in der alle Unterschiede der Beschaffenheit und der Haltung, die jetzt die Geschlechter voneinander abgrenzen, waren diese Menschen der Zukunft gleich. Und die Kinder schienen in meinen Augen nur die Miniaturen ihrer Eltern zu sein. Ich urteilte damals, dass die Kinder dieser Zeit extrem frühreif waren, zumindest körperlich, und ich fand danach reichlich Bestätigung für meine Meinung. Als ich die Leichtigkeit und Sicherheit sah, in der diese Menschen lebten, fühlte ich, dass die große Ähnlichkeit der Geschlechter doch das war, was man erwarten würde. Denn die Stärke des Mannes und die Sanftheit der Frau, die Institution der Familie und die Differenzierung der Berufe sind nur kämpferische Notwendigkeiten eines Zeitalters der physischen Gewalt. Wo die Bevölkerung ausgeglichen und im Überfluss vorhanden ist, wird viel Kinder gebären eher als ein Übel, als ein Segen für den Staat. Wo Gewalt nur selten vorkommt und die Nachkommenschaft gesichert ist, gibt es weniger Notwendigkeit, in der Tat gibt es keine Notwendigkeit für eine effiziente Familie, für die Spezialisierung der Geschlechter in Bezug auf die Bedürfnisse ihrer Kinder verschwindet. Wir sehen einige Anfänge davon sogar in unserer eigenen Zeit, und in diesem zukünftigen Zeitalter war es vollständig. Das war, ich muss Sie daran erinnern, meine Spekulation zu der Zeit. Später sollte ich erkennen, wie weit sie hinter der Realität zurückblieb. Während ich über diese Dinge nachdachte, wurde meine Aufmerksamkeit von einer hübschen kleinen Struktur angezogen, wie einen Brunnen unter einer Kuppel. Ich dachte kurz darüber nach, wie seltsam es ist, dass Brunnen noch existieren, und nahm dann den Faden meiner Spekulation wieder auf. Oben auf dem Hügel gab es keine großen Gebäude, und da meine Gehfähigkeiten offensichtlich wundersam waren, war ich bald zum ersten Mal allein. Mit einem seltsamen Gefühl der Freiheit und des Abenteuers schob ich mich weiter hinauf zum Kamm. Dort fand ich einen Sitz aus irgendeinem gelben Metall, das ich nicht erkannte, stellenweise mit einer Art rosafarbenem Rost korrodiert und halb von weichem Moos überwuchert, die Armlehnen gegossen und gefeilt, so dass sie wie Greifenköpfe aussahen. Ich setzte mich darauf und überblickte das weite Aussehen auf unsere alte Welt im Sonnenuntergang dieses langen Tages. Es war ein so schöner Anblick, wie ich ihn je gesehen habe. Die Sonne war bereits unter dem Horizont verschwunden und der Westen war flammendes Gold durchzogen von einem horizontalen Streifen aus Purpur und Karminrot. Unten war das Tal der Themse, in dem der Fluss wie ein Band aus brüniertem Stahl lag. Ich habe bereits von den großen Palästen gesprochen, die inmitten des bunten Grüns verstreut lagen, einige in Ruinen, einige noch bewohnt. Hier und da erhob sich eine weiße oder silbrige Gestalt in dem verwilderten Garten der Erde, hier und da kam die scharfe vertikale Linie einer Kuppel oder eines Obelisken. Es gab keine Hecken, keine Zeichen von Eigentumsrechten, keine Anzeichen von Landwirtschaft und die ganze Erde war ein Garten geworden. Als ich so zusah, begann ich meine Interpretation auf die Dinge zu legen, die ich gesehen hatte, und so wie es sich mir an diesem Abend darstellte, war meine Interpretation etwas dieser Art. Es schien mir, als hätte ich die Menschheit im Untergang erlebt. Der rötliche Sonnenuntergang ließ mich an den Sonnenuntergang der Menschheit denken. Zum ersten Mal erkannte ich eine merkwürdige Konsequenz der sozialen Anstrengung, mit der wir derzeit beschäftigt sind. Und doch, wenn ich darüber nachdenke, ist es eine logische Konsequenz genug. Stärke ist das Ergebnis von Not. Sicherheit setzt eine Prämie auf Schwäche. Das Werk der Verbesserung der Lebensbedingungen, der eigentliche zivilisatorische Prozess, der das Leben immer sicherer macht, hatte sich stetig auf einen Höhepunkt zubewegt.
Ein Triumph der geeinten Menschheit über die Natur folgte dem anderen. Dinge, die jetzt nur Träume sind, waren zu Projekten geworden, die bewusst in die Hand genommen und vorangetrieben wurden. Und die Ernte war das, was ich sah. Immerhin sind die Hygiene und die Landwirtschaft von heute noch in rudimentärem Stadium. Die Wissenschaft unserer Zeit hat nur eine kleine Abteilung des Feldes der menschlichen Krankheit angegriffen, aber dennoch breitet sie ihre Operationen sehr beständig und beharrlich aus. Unsere Landwirtschaft und unser Gartenbau vernichten nur hier und da ein Unkraut und kultivieren vielleicht eine Handvoll gesunder Pflanzen und überlassen die größere Zahl dem Kampf um ein Gleichgewicht, wie sie es können. Wir verbessern unsere Lieblingspflanzen und Tiere, und wie wenige sind es, allmählich durch selektive Züchtung. Jetzt ein neuer, besserer Pfirsich, jetzt eine kernlose Traube, jetzt eine süßere und größere Blume, jetzt eine bequemere Rinderrasse. Wir verbessern sie allmählich, denn unsere Ideale sind vage und zaghaft und unser Wissen ist sehr begrenzt, denn auch die Natur ist schüchtern und langsam in unseren ungeschickten Händen. Eines Tages wird das alles besser organisiert sein, noch besser. Das ist die Tendenz der Strömung trotz der Wirbel. Die ganze Welt wird intelligent, gebildet und kooperativ sein. Die Dinge werden sich immer schneller in Richtung der Unterwerfung der Natur bewegen. Am Ende, weise und sorgfältig, werden wir das Gleichgewicht des tierischen und pflanzlichen Lebens neu einstellen, um unseren menschlichen Bedürfnissen zu entsprechen. Diese Einstellung, sage ich, muss gemacht worden sein, und zwar gut gemacht. Gemacht für alle Zeit, in dem Raum der Zeit, durch den meine Maschine gesprungen war. Die Luft war frei von Mücken, die Erde von Unkraut und Pilzen, überall gab es Früchte und süße, herrliche Blumen. Schmetterlinge flogen hierhin und dorthin, das Ideal der Präventivmedizin war erreicht, Krankheiten waren ausgemerzt. Ich sah während meines ganzen Aufenthalts keinen einzigen Hinweis auf ansteckende Krankheiten. Und ich werde Ihnen später erzählen müssen, dass sogar die Prozesse der Fäulnis und des Verfalls durch diese Veränderung tiefgreifend beeinflusst worden waren. Auch soziale Triumphe hatten sich eingestellt. Ich sah die Menschen in prächtigen Unterkünften untergebracht, prächtig gekleidet, und bis jetzt hatte ich sie mit keiner Arbeit beschäftigt gefunden. Es gab keine Anzeichen von Kampf, weder sozialem noch wirtschaftlichem Kampf. Das Geschäft, die Reklame, der Verkehr, der ganze Kommerz, der den Körper unserer Welt ausmacht, war verschwunden. Es war natürlich, dass ich an diesem goldenen Abend auf die Idee eines sozialen Paradieses ansprang. Die Schwierigkeit, die Bevölkerung zu vermehren, war gelöst. So vermutete ich, hatte die Bevölkerung aufgehört zu wachsen. Aber mit dieser Veränderung der Bedingungen kommt zwangsläufig Anpassung an die Veränderung. Was, wenn die biologische Wissenschaft nicht eine Masse von Irrtümern ist, ist die Ursache für die menschliche Intelligenz und Vitalität? Not und Freiheit. Bedingungen, unter denen die aktiven, starken und scharfsinnigen überleben und die Schwachen untergehen. Bedingungen, die den loyalen Zusammenschluss tüchtiger Menschen, Selbstbeherrschung, Geduld und Entschlusskraft erfordern. Und die Institution der Familie und darin aufkommenden Emotionen, die heftige Eifersucht, die Zärtlichkeit für den Nachwuchs, die elterliche Selbstaufopferung, fanden alle ihre Rechtfertigung und Unterstützung in den drohenden Gefahren für die Jugend. Nun, wo sind diese drohenden Gefahren? Es entsteht ein Gefühl und es wird wachsen gegen jede gegen eheliche Eifersucht, gegen wilde Mutterschaft, gegen Leidenschaft aller Art, unnötige Dinge jetzt und Dinge, die uns unangenehm, wilde Überbleibsel, Zwietracht in einem raffinierten und angenehmen Leben. Ich dachte an die physische Geringfügigkeit der Menschen, ihren Mangel an Intelligenz und an diese großen, üppigen Ruinen, und das bestärkte mich in meinem Glauben an eine perfekte Eroberung der Natur. Denn nach dem Kampf kommt die Stille. Die Menschheit war stark, energisch und intelligent gewesen und hatte ihre ganze überreichliche Vitalität eingesetzt, um die Bedingungen, unter denen sie lebte, zu verändern. Und nun kam die Reaktion auf die veränderten Bedingungen.
Unter den neuen Bedingungen des perfekten Komforts und der Sicherheit würde jene rastlose Energie, die bei uns stark ist, zur Schwäche werden. Sogar in unserer eigenen Zeit sind bestimmte Neigungen und Wünsche, die einst zum Überleben notwendig waren, eine ständige Quelle des Scheiterns. Körperlicher Mut und die Liebe zum Kampf zum Beispiel sind keine großen Hilfen, können sogar hinderlich sein für einen zivilisierten Menschen. Und in einem Zustand des physischen Gleichgewichts und der Sicherheit wäre Kraft, sowohl intellektuelle als auch physische, fehl am Platz. Unzählige Jahre lang gab es meiner Meinung nach keine Gefahr durch Krieg oder einsame Gewalt, keine Gefahr durch wilde Tiere, keine schwindende Krankheit, die Konstitutionsstärke erfordert hätte, kein Bedürfnis nach Mühsal. Für ein solches Leben sind die, die wir die Schwachen nennen sollten, genauso gut ausgerüstet wie die Starken. Ja, sie sind nicht mehr schwach. Sie sind in der Tat besser ausgerüstet, denn die Starken werden von einer Energie zerfressen, für die es kein Ventil mehr gibt. Kein Zweifel, die erlesene Schönheit der Gebäude, die ich sah, war das Ergebnis der letzten Operation der nun zwecklosen Energie der Menschheit, bevor sie sich in vollkommener Harmonie mit den Bedingungen, unter denen sie lebte, niederließ. Die Blüte jenes Triumphes, der den letzten großen Frieden einleitete. Dies ist immer das Schicksal der Energie in Sicherheit gewesen. Es nimmt zur Kunst und zur Erotik, und dann kommen Trägheit und Verfall. Auch dieser künstlerische Impetus würde endlich absterben, war fast abgestorben in der Zeit, die ich sah. Sich mit Blumen zu schmücken, zu tanzen, im Sonnenlicht zu singen, so viel war vom künstlerischen Geist übrig geblieben und nicht mehr. Selbst das würde am Ende in einer zufriedenen Untätigkeit verblassen. Wir sind scharf auf den Schleifstein des Schmerzes und der Notwendigkeit gehalten, und es schien mir, dass hier der hasserfüllte Schleifstein endlich gebrochen war. Ja. Wenn man wissen will, wie es weitergeht, ich meine, die meisten kennen zumindest die Grundidee des Romans, nehme ich stark an. Wem nicht, sei das anempfohlen. Es gibt ja einige wunderbare Romane aus dem, gerade aus dem 19. Jahrhundert und auch noch aus dem frühen 20. Jahrhundert. Mary Shelleys Frankenstein gehört auch mit Sicherheit zu den. Wir kennen das ja beides, nur die Zeitmaschine und Frankenstein, nur als Horrorroman einerseits und den anderen als Science Fiction, was eine ziemlich platte, oberflächliche Art ist, dass diese Dinge verfilmt wurden, was ich sehr schade finde. Auch Mary Shelleys Frankenstein ist voller Hinweise auf die Betrachtung dieser Menschen, die sich ja selbst in einer Umbruchzeit weg von der alten Zeit in eine moderne Gesellschaft befanden und diese sehr kritisch kommentierten. Das ist so ein typisches aus der späten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das sich in vielen Romanen so grob geschnitzt dieser Epoche niederschlägt. Und Wells Zeitmaschine neben Wells anderem, wie heißt es noch, die Insel des Dr. Moreau, mit einem etwas anderen Ansatz und etwas andere Kritik ausgerichtet, gehört, wie gesagt, zu den großen Romanen gerade dieser Epoche. Und ich kann diese Dinge nur heute empfehlen, weil es ja schade ist, dass wir ja quasi immer nur auf Verfilmungen oder irgendetwas warten. Und das sind oft auch gar keine langen, großen Romane, die schwer zu lesen sind. Und mit diesem Kurzvortrag sei meine Empfehlung dieses Buchs abgeschlossen. Danke für die Aufmerksamkeit.